So, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect, Folge 4 inzwischen schon. Nachdem wir diesen kleinen Schmugglerring hier aufgedeckt haben, geht's jetzt weiter und wir spielen das Spiel nochmal ganz schnell im Spiel. So, Kaidan hat es wieder ganz schön erwischt. Ich werde hier mal schnell geduckt laufen. Ja, wir sind immer noch auf dem Weg, den Sender zu finden. Das geheime Objekt, was auf Eden Prime gelagert war. Oh, Scheiße. Das ist einer der ganz großen. Komm schon. Oh nein, ja. Schubst den mal weg. Okay, Leute, vorwärts. Komm, Ashley. Komm, Kaidan. Weiter vorrücken, Jungs. Komm, 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 komm. Jungs und Mädels natürlich. Ich hole mir mal das Scharfschützengewehr raus, um den da hinten wegzuknallen. Oh, Scheiße, da kommt schon. Schild oben. Den ersten haben wir. Komm, Kaidan, Kaidan, geh mal hoch. Kann die Sau da gleich mal wegsnicken. So, wir haben es geschafft. Oder? Nee, da ist noch einer. Jetzt haben wir es geschafft. Puh. Ich glaube, ich habe hier ein paar Sachen übersehen. Ein Medigel. Das brauchen wir jetzt nicht wirklich. Aber da hinten war, glaube ich, noch irgendwas. Wie ist denn mit eingesammelt? Ach, den konnte man gar nicht einsammeln. Okay. Okay, dann weiter vorwärts. Ja, wir sind stehen geblieben. Wir müssen die Bahn nehmen, um Saren zu verfolgen, der Nihilus in den letzten Folgen, ja, in der letzten Folge eine übergebraten hat. Hinterrücks einfach abgeknallt. Und der gute Saren sah auch schon nicht mehr so ganz gesund aus, sagen wir es mal so. Und irgendwas hat er mit den Geth zu schaffen, oder Geth, wie sie da auch gerne ausgesprochen werden. Und jetzt nehmen wir erstmal den Zug hier, um den Sender zu finden. Setzt die Ladungen, zerstört die ganze Kolonie, hinterlasst keine Spuren, dass wir hier waren. Das ist wohl der Sender. Okay, die Musik wird stressiger.
wir trotzdem noch mal schnell Medigi verpassen, damit Kaldan hier nicht... Sprengladung! Die Geht müssen sie angebracht haben. Na toll. Tempo, Tempo! Wir müssen alle finden und deaktivieren! 4 Minuten Zeit, um alles zu entschärfen. Gott sei Dank müssen wir da kein Minispiel machen. Scheiße, wir müssen hoch. Kommt, Jungs. Kommt! Wir müssen weiter. Komm, über die Brücke. Was hier natürlich noch ein bisschen doof ist, die KI ist hier nicht so atemberaubend gut. Ich bin noch geduckt. Das ist genau jetzt dahinter. Wie viel Zeit haben wir noch? 3 Minuten. Fuck dich. Let up! Ich krieg den von hinten mit dem Scharfschützengewehr. Mein Schiff boost. Oh fuck, der hat mich beinahe komplett. Ich will den Scharfschützen an der Seite loswerden. Komm, zeig dich. Scheiße! Boah! Puh! Wir haben noch 2 Minuten Zeit, um die blöden Bomben zu entschärfen. 2 Stück haben wir noch übrig. Ich glaube, das sollte machbar sein. In 2 Minuten. Können wir eigentlich noch ein Picknick machen. Mal schnell die Waffen wechseln. Ich gehe mal wieder auf das Sturmgewehr. Da ist noch einer. Boah, ich mag den Soundtrack in dem Spiel so, so gern. Und trotzdem mal vorsichtig sein, nicht, dass hier noch einer rumkeucht und fleucht. Da geht's auch noch rüber. Ach, hier ist die letzte Bombe. Ist schon einige Tage her, seitdem ich das Spiel gespielt habe. Okay, wir haben es geschafft. Was ist eigentlich da drüben? Ist da irgendwas oder ist das hier nur... Scheint einfach nur so zu sein, ne? Ja. Ich denke, dass es noch nicht das Ende ist, denn jetzt geht's um die Bockwurst. Oh fuck. Nein, meine Freunde. Oh shit. Präzisionsgewehr neues und neues Sturmgewehr. Das schauen wir uns mal kurz an. Und wir sind ja Level Up. Haben wir uns gleich nochmal... Oh, einen Kampfsensor haben wir noch bekommen. So, ein neues Sturmgewehr. Oh, das Avenger ist gar nicht mal so schlecht. Das macht viel mehr Schaden. Weniger Präzisionsanstiftung ist da eh unwichtig. Hat aber... Ja, aber... schwierig. Ja, für den Schaden, dass das Ding macht, übernehme ich das mal. Bei Ashley vielleicht ein neues Sturmgewehr geben. Die Benji? Ach, das hat sie schon, okay. Aber sie kann auch mal hier das, den Kampfsensor Stufe 1, den haben wir ja schon. Hat Eschel ja auch mal 2 Sachen drin. Und meine Rüstung. Oh! Ja, das ist das mit dem weniger Tech-Biotik. Gerade Eschel, die immer vorne steht, noch haben wir das Problem nicht. Boah, 20, nee. Das Risiko gehe ich nicht ein. Die 10er-Schutz ist schon okay. Haben wir irgendwie Rüstungsupgrades? Nichts. Ich werde hier mal ganz kurz einen Cut machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Kurze Pause. Für euch ist es
Ein kleiner Schnitt. So, da bin ich wieder. Nahtloser Übergang für euch. Ich musste tatsächlich gerade mal kurz eine kleine Pinkelpause machen und mir was zu trinken holen. So, machen wir aber weiter. Granaten-Upgrade, die Scharfschützengewehre. Da werde ich wohl auf jeden Fall eins noch mitnehmen. Das schauen wir mal. Präzision ist nicht so geil. Dafür mehr Schaden. Ich bleibe bei meinen. Dann können wir Kaldan vielleicht mal... obwohl, wir lassen das erstmal noch so. Vielmehr will ich hier jetzt erstmal nicht dran umbasteln. Eine Sache fällt mir gerade auf. Wir können mal gucken, ob Kaldan noch eine neue Pistole hat. Die Stinger... oh, die ist ja geil. Aber sowas von geiles Baby. 65% mehr Präzision. Ja, hier. Hat er noch einen Waffenmod? Munitionsupgrade, Hammer. Das hat er doch schon drin, oder? Ja, hat er. Dann kann ich mir hier vielleicht als Upgrade bei der Pistole noch was gönnen. Mehr Präzision, mehr Schüsse bis Hitzelimit. Einfach mal. Der Giefer sehr sauert. Kaldan vielleicht noch. Hier hat er nichts. Auch kein Bio-Verstärker. Und die Rüstung ist gar nicht mal so geil. Natürlich mehr Tech-Schutz, aber so geil ist die nicht. So, dann leveln wir mal unsere Leute auf. Shepard. Mein Charakter, worauf will ich denn gehen? Sturmgewehr will ich eigentlich mal verbessern. Pistole. Nachher dann noch die. Ich will die Schrotflinte haben, weil die Schrotflinte sehr, 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 sehr gut ist gegen die Husk. Die muss ich demnächst mal aufbessern. Und den Waffenschaden und den Nahkampfschaden. Der Nahkampfschaden bin ich nicht so. Verbessert die Gesundheit, verbessert den Schadenschutz, verbessert den Tech-Biotik-Schutz. Da setze ich mal einen Punkt rein und dann werde ich, glaube ich, mal anfangen, die Pistole ein wenig zu leveln. Denn da gibt es nämlich dann eine Schrotflinte. Leveln wir mal die Knarre ein wenig auf. So. Bei Ashley, was machen wir denn bei Ashley? Ashley, mehr Schutz. Kriegt den Adrenalinschub. Ashley können wir mal, glaube ich, komplett auf Sturmgewehr ausrüsten. Mehr Schaden. Und den Waffenschaden nochmal und den Nahkampfschaden erhöhen. Weil die die Begleiter sind neigen oft dazu, den Nahkampf mal vorzuziehen, statt zu schießen. Also die KI-Begleiter sind nicht so geil in Teil 1. Das muss man mal so sagen. Da wird es noch einige Möglichkeiten geben, dass wir uns das mal anschauen können. So, Kaldan. Erste Hilfe. Die Chiffrieren und Elektronik wollte ich ein wenig erhöhen. Wo kriege ich denn? Ach, hier kriege ich Elektronik. Dann machen wir das, schalten wir das mal direkt frei. Mehr Tech-Explosion und die Tech-Explosion-Schaden. Und das ist gut für seine, weiß gar nicht, wie die Fähigkeit heißt. Elektronik hat er ja jetzt noch neu hinzubekommen. Überlastung, genau. Das ist gut gegen synthetische Ziele und gegen Schilde. So, weiter geht's. Denn ich glaube, hier vorne wartet schon Kundschaft auf uns. Oh, fuck. Ah! Oh, shit! Hau dir mal weg. Ich wechsle mal zur Schrotflinte. Ashley, wechsle auch zur Schrotflinte. Die Typen sind nicht richtig. Waren das alle? Ja, das waren alle. Mal kurz bei der Show finden, falls sie hier vorne stehen. Zack! Okay.
Oh, wie ich jetzt schon wieder, wie mir das Spaß, schon wieder so viel Spaß macht, das Spiel. Spielt jetzt nur auf Veteran, aber das wird noch schwer genug, das kann ich euch jetzt schon sagen. Und ich möchte es ja einfach nur noch mal erleben und mir nicht irgendwelche Herausforderungen stellen. Guck, oh, da hat sich gelohnt, da nochmal zu gucken. Ein neues Universalwerkzeug und ein Granaten-Upgrade, das ist doch nett. Können wir gleich mal reingucken gehen. Ausrüsten, Kaidan, das habe ich nämlich gesucht, ein neues Universalwerkzeug. Mehr Schildbonus, das ist geil. Dafür weniger Medizin-Nachladebonus, uiuiui. Aber den Schild, der ist schon ziemlich geil. Geilo. Und wir haben ein Granaten-Upgrade. Hä, ich hatte doch die letzte Granate eigentlich eingeführt. Nee, hatte ich nicht. 10% mehr Schaden und 10% mehr Waffenwirkung. Oder 15 Schaden pro Sekunde. Brandsprengladung und setzen bei der Explosion eine Brandpaste frei, die an allen bekannten Materien haftet und sich durch sie hindurch brennt. Also ein Dot oder ein AOE-Sprengler. Ich nehme mal den Dot, glaube ich. So, suchen wir uns, schauen wir uns mal hier nach oben. Ich finde es auch ganz spannend zu sehen von Mass Effect 1 über 2 und 3, wie die Entwicklung, wie sich das Spiel so Schritt für Schritt entwickelt hat, zu einem wirklich echt runden und sehr, sehr coolen Spiel, was auch die Gameplay-Mechaniken angeht. Hier ist noch eine Kiste. Eine mittelschwere Rüstung und ein neues Scharfschützengewehr. Ich glaube, das haben wir schon, oder? Gucken wir mal eine neue Rüstung. Ist die besser? Liberator. Nicht so gut. Der Tech-Biotik-Schutz ist halt echt mies. Also, die sind. Das ist nochmal dieselbe. Okay. Nein! Will die nicht nehmen. Welche hatte ich denn da jetzt? Die hatte ich. Das ist nur eine leichte Rüstung. Ich will eigentlich die leichte behalten, weil die halt hat mehr Biotikschutz. Und auch generell mehr Schilde. Es sind genau dieselben, nur von unterschiedlichen Hersteller oder an unterschiedlichen Namen. Also Quatsch mit Soße, Präzisionsgewehr Hammer. Ja, das ist kacke, weil ich da, der macht zwar, das Ding macht zwar mehr Schaden, aber die Präzision ist halt echt scheiße. Und ihr habt ja schon gesehen, das ständige Rumgewackel. Wenn dann schon eher so ein Automatik-Scharfschützengewehr, was mehrere Schüsse hintereinander abschießen kann, das will ich gerne haben. Oder hinten ist noch was zu dechiffrieren, also was mit dem, mit dem Code belegt ist. So, jetzt verkacken da. Gott, verkacke ich das hoffentlich nicht? Ja, das sieht gut aus. Munitions-Upgrade und ein Waffen-Upgrade, verbessertes Visier. Das ist ganz gut für Scharfschützengewehr, glaube ich, wenn ich mich da recht erinnere. So, erneut Inventar-Tetris. Guck mal kurz, Scharfschützengewehr. Spezielle kalibrierte Visiere können die Waffenpräzision erhöhen. Das ist nice. Ausrüsten. Und was haben wir hier noch? Diese Munition Reißer wurde entwickelt, um Fleisch und andere Lebensgewebe zu zerreißen. Sie ist besonders für organische Ziele geeignet. Plus 15% gegen organische Ziele. Ich glaube, da werde ich mal die Schrotflinte drauf ausrüsten. So. Und da war noch ein großer Spind. Okay, das ist schon schwieriger. Pistole, die Edge One, Schrotflinte, die Skirmiter und Präzisionsgewehr Reaper.
Lancer, die Skirmiter, die haben wir schon. Weniger Präzision, dafür mehr Schaden und mehr Wumms. Schüsse bis Hitzelimit. Ich glaube, ich nehme die jetzt einfach mal. Präzision ist bei der Schrotflinte nicht unbedingt wichtig. Die Edge One. Bei der Pistole will ich schon Präzision haben. Aber ich habe jetzt hier schon überall Waffenmods. Dann hat eigentlich der gute Kaidan Waffenmods. Ja, Ashley. Ashley hat auch Waffenmods. Dann werde ich mal gucken, dass ich für meine Pistole noch eine Waffe. Ach, habe ich ja gar nicht. Habe ich ja schon eingebaut. Stimmt ja. So, ich schau mal kurz auf die Uhr. Ich glaube, ein wenig können wir noch machen. Okay, hier geht's gar nicht weiter. Merkwürdiger Gang. Ja, dann würde ich sagen, das ist der Sender. So neugierig wie der Mensch ist, ja, einfach mal anfassen, mal gucken, was passiert. Wird schon alles gut gehen. Normandy, der Sender ist sicher. Unfassbar. Er bietet sofortige Tatsächliche, Abholung. Funktionierende Proteaner-Technologie. Als er ausgegraben wurde, hat er das noch nicht gemacht. Etwas muss ihn aktiviert haben. Roger, Normandy. Ich warte. Ach ja, die Frauen. Shepard! Nein! Fassen Sie ihn nicht an! Es ist zu gefährlich! Tja, das war's mit dem Sender. Wir haben das Schiff identifiziert, das auf Eden Prime gelandet ist. Es ist die Normandy, ein Allianzschiff der Menschen. Es war unter dem Kommando von Captain Anderson. Sie konnten die Kolonie retten. Und der Sender? Es kann sein, dass einer der Menschen ihn benutzt hat. Ich nehme mal an, dass Saren nicht klar gerade sehr glücklich war darüber. Möglicherweise. Doktor? Dr. Chuck, was? Ich glaube, dass er aufwacht. Wir haben uns schon Sorgen gemacht, Shepard. Wie fühlen Sie sich? Wie bin ich hierher gekommen? Wie lange war ich weg? Ungefähr 15 Stunden. Irgendetwas ist da unten wohl mit dem Sender geschehen. Es war mein Fehler. Ich muss eine Art Sicherheitsfeld aktiviert haben, als ich näher rangegangen bin. Und Sie haben mich dann weggestoßen. Sie konnten nicht wissen, was geschehen würde. Wir wissen noch gar nicht, was es ausgelöst hat. Und leider werden wir das auch nicht mehr herausfinden. Der Sender ist explodiert. Vielleicht eine Systemüberlast. Die Explosion hat sie umgehauen. Der Lieutenant und ich mussten sie zurücktragen. Gute Arbeit. Physisch gesehen fehlt Ihnen nichts. Aber ich habe einige ungewöhnliche Hirnaktivitäten festgestellt. Abnormale Beta-Wellen. Und außerdem eine Zunahme von REM-Phasen. Normalerweise ein Zeichen intensiver Traumaktivitäten.
Ich habe gesehen, wie... Ich weiß nicht genau, was ich gesehen habe. Tod, Vernichtung. Es ist alles verschwommen. Ich sollte das im Bericht erwähnen. Vielleicht... Oh, Captain Anderson. Wie geht's dem Patienten, Doktor? Alle Werte scheinen normal. Der Commander wird sich bald erholt haben. Das ist schön. Shepard, ich muss mit Ihnen sprechen. Allein. Jawohl, Captain. Sie finden mich in der Offiziersmesse, wenn Sie mich brauchen. Dieser Sender hat Sie ja ganz schön erwischt, Commander. Und es geht Ihnen wirklich gut? Ich werde leben. Ich werde Sie nicht anlügen, Shepard. Die Situation ist kritisch. Niles ist tot. Der Sender ist zerstört. Die Geht greifen an. Der Rat wird Antworten erwarten. Die Geht hätten die ganze Kolonie ausgelöscht, wenn ich sie nicht aufgehalten hätte. Ich werde für Sie und Ihren Bericht bürgen, Shepard. Meiner Meinung nach haben Sie alles richtig gemacht. Aber darum geht es jetzt nicht. Sondern um Saren, diesen anderen Turianer. Saren ist ein Spekter, einer der Besten, eine lebende Legende. Aber wenn er mit den Geht kooperiert, ist er außer Kontrolle geraten. Und ein Spekter außer Kontrolle bedeutet Ärger. Saren ist gefährlich und er hasst die Menschen. Warum hasst er die Menschen? Er denkt, dass unser Volk zu schnell expandiert und die Galaxie übernehmen will. Viele Außerirdische denken so. Aber die meisten belassen es bei diesen Gedanken. Offensichtlich scheint Saren mit den Geht zu kooperieren. Ich habe keine Ahnung wie oder warum. Aber es hat ganz sicher etwas mit diesem Sender zu tun. Sie waren da, kurz bevor der Sender sich selbst vernichtet hat. Haben Sie irgendetwas gesehen? Irgendeinen Hinweis darauf, was Saren gesucht hat? Kurz bevor ich ohnmächtig wurde, hatte ich eine Vision. Eine Vision? Was für eine Vision? Künstliche Wesen. Vielleicht geht. Sie haben die Menschen abgeschlachtet. Sie haben niemanden verschont. Wir müssen dem Rat davon erzählen, Shepard. Was sollen wir ihnen sagen? Dass ich schlecht geträumt habe? Wir wissen nicht, welche Informationen im Sender abgespeichert waren. Vielleicht etwas über proteanische Technologie, vielleicht Pläne von früheren Massenvernichtungswaffen. Was immer da drin war, jetzt hat es Saren. Aber ich kenne Saren, seinen Ruf und seine Ansichten. Er hält die Menschheit für einen Schandfleck der Galaxie. Dieser Angriff war ein Kriegsakt. Er verfügt jetzt über die Geheimnisse des Senders und über eine ganze Armee der Geht. Und er wird nicht aufhören, bis er die gesamte Menschheit ausgelöscht hat. Ich werde einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Das wird nicht ganz einfach sein. Er ist ein Spekter. Er kann überall hingehen und machen, was er will. Deswegen müssen wir den Rat auf unsere Seite bringen. Wir werden beweisen, dass Saren außer Kontrolle ist. Dann wird ihm der Rat seinen Status als Spekter entziehen. Ich werde den Botschafter kontaktieren und versuchen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren. Wir sollten ihn sofort nach Ankunft in der Zitadelle aufsuchen. Wir sind bald da. Gehen Sie hoch zur Brücke und sagen Sie Joker, dass er uns ins Dock bringen soll. Ja, die Kacke ist so richtig am Dampfen. Irgendwie haben wir es geschafft, Eden Prime vor der Vernichtung zu retten. Saren wollte ja an gezielten Stellen die Kolonie ausradieren mit 4 Bomben, die er wahrscheinlich nicht mehr im Zentrum gelegt hat, sondern außerhalb erschien mir das irgendwie, als hätte er das außerhalb... Er hat ja eigentlich gesagt gehabt, dass er die Bomben, dass er die ganze Kolonie auslöschen wollte. Aber vielleicht wollten die Geht das dann im Nachhinein noch machen. Aber in 4 Minuten ein bisschen knapp, oder?
Aber da haben wir das, da ist das Thema gerade wieder aufgekommen, was wir schon in Folge 2 oder Folge 1 sogar hatten. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube in Folge 2, dass, in Folge 1 war das. Dass das Thema mit als Dr. Chakwas und Jenkins sich unterhalten haben, ja, die, was ist, wenn Spectre mal außer Rand und Band ist und unkontrollierbar wird, das ist halt das Risiko, wenn man so eine Organisation hat, die tun und lassen kann, was sie will, und das nutzt der gute Saren hier allen Anschein nach aus. Das heißt, er ist halt selbst ein Spectre, und wie ihn jetzt aufhalten. So, ich würde sagen, das war's mit Folge 4. Wir haben den Angriff überlebt, haben eine merkwürdige Vision bekommen, die jetzt noch nicht aufgelöst wird. Es hat schon seinen Grund, warum das alles nur so stückchenhaft zu sehen war. Aber vielleicht, wenn ihr die Bilder anhalten tut auf YouTube, vielleicht könnt ihr dann sogar schon erraten, um was es denn in etwa geht, auch wenn man das dadurch nicht wirklich feststellen kann. Ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir machen hier einen Cut, oder ich mache einen Cut, und dann sehen wir uns zur Folge 5 wieder. Also bis dahin, ciao!